komme grad, ich komme grad. Notfallzentrale, Hüsli. Ho, 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 nur nicht gesprengt. Also, was ist ein Sprint? Ist nichts Neues, passiert immer wieder einmal, gell? Wo brennt es? In Bern ist auch nichts Neues. Im Moment brennt es allen Ecken im Land, gell? Jawohl. Ja, das müssen Sie nicht mir sagen. Ich bin ja nicht von der Feuerwehr, das ist die Notfallzentrale, gell? Aber ich kann sie gerne mit der Feuerwehr weiter verbinden. Haben Sie das Gefühl, es brennt weniger lang, wenn Sie mir so ins Ohr reinbrüllen? Also, was ist? Die Feuerwehr ist vor Ort. Aber sie löschen nicht. Ja, warum denn nicht? Also, sie wissen nicht, welche Schläuche sie nehmen müssen. Komisch, ich habe immer gemeint, in dem Bern oben gibt es genügend Schläuche. He? Was brennt denn überhaupt? Ein Elektroauto. Ja, ja, da kann man natürlich schon nicht einfach so einen normalen Schlauch nehmen. Ja, ja. Was? Ja, ich versuche es Ihnen so zu erklären. Haben Sie schon mal über einen Weidezaun hineingepisselt, der unter Strom war? Aha, eben. Dann haben Sie das Wichtigste schon mal kapiert. Und weil es jetzt... Ja, nein, da kann man nicht einfach einen Schlauch von Bern nehmen. Nein, 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 das braucht sogenannte Strahlrohre. Verstehen Sie? Was? Sie brauchen jetzt lieber einen Krankenwagen. Wieso denn? Was ist denn auf einmal passiert? Was? Also sie kollabieren, weil sie meinen, das hätte nur noch Doppeln um sie herum. Muss ich Ihnen sagen, ich kenne sie nicht, aber sie werden mir aussinnig sympathisch. Das geht mir nämlich jeden Tag ein paar Mal so, gell? So, alle, merci, fertig.